Hallihallo, Hallöchen, na? Kennt ihr die Map? Nee, nicht wirklich, ne? Aber jetzt dürft ihr es wissen, oder? Genau, wir sind auf der Windenburg. Heute mit dem C2G unterwegs. Leider ohne Ticketverkauf, weil der bei mir irgendwie nicht ganz klappt. Bin blöd. Aber kann man machen, nix, muss man gucken zu, ne? Ja, sehr schönes Repaint, wie ich finde. Deswegen habe ich den genommen, weil der zum einen habe ich von einem meiner Zuschauer erfahren, dass er den sehr mag. Am liebsten von denen aus den drei Generationen und ich finde das Repaint an dem einfach am schönsten. Die anderen Repaints gefallen mir nämlich nicht so und deswegen dachte ich mir, naja gut. Was spricht eigentlich so wirklich dagegen, dass wir jetzt nochmal eine Minute vorspulen? Oder zwei? Nix, ne? Na, jetzt muss ich da hinten wieder aufmachen, weil die zu blöd sind. Ach, die sind doch echt tappisch. Ja, wir haben August, ein bisschen sommerliches Wetter gerade. Nun dann, Bus, pump dich hoch und ab geht's. Die Fahrt Richtung Winsenburg Bahnhof Nordstadt. Sehr schöne Linie, deswegen habe ich sie gewählt. Ich bin nämlich gestern gefahren, gerade ein. Ich könnte die Kollision mal wieder anmachen, Moment. Zack. Zack. Okay. Das ist gespeichert. Ja, okay. Zurück zum Spiel. Zack. So. Guck mal, das finde ich einfach auch so ein tolles Detail. Straßenbahn Vorrang. Einfach, dass so Sachen eingebaut sind mit, ne? Das sind einfach Details, die eine Map unfassbar aufwerten. Und genau das ist bei Oh, das Windenburg ist doch geschehen. passiert. Das ist ja scheiße. Fahr besser, Mann. Und es gibt echt schöne enge Ecken. Und das macht halt auch dann so eine Map aus, finde ich, wenn es einfach schöne Ecken gibt, die wirklich auch eng sind und den Fahrer fordern. Und wieso leckt's denn jetzt hier? Hallo? Sollte sich aber im Hintergrund alles zu. Ja, Winsenburg ist nicht besonders performancefreundlich in einigen Teilen, weil die Map einfach sehr, sehr riesig ist. Passt, okay, gut. Und das Getriebe vom C2 mag ich nicht so, das ist mir zu lahmarschig. Weiß nicht, das reagiert in meinen Augen ein bisschen komisch. Deswegen ist das nicht so ganz mein Getriebe. Ich muss schon wieder den so putzen. Also, weißt du, Hallo. das ist. Bah, da wirst du tappisch her. Die Vorbereitung in meinen Let's Plays, das ist wieder wie eh und je, sie ist nicht besser geworden. Ach du bescheuert Depp, Herr Mann, verbiss dich doch, wenn du schon eben mehr erfahren musst. Guck mal, Stadtbücherei, weißt du, das sind einfach, ja, ich weiß nicht, großartig. Großartig diese Map, einfach auch gerade hier in so Bereichen. Gymnasium. Oh, da wird es doch jetzt gleich so eng, oder? Oh nee, und ich habe die Kollisionen dann gemacht. Also wenn uns jetzt was entgegenkommt, müssen wir auf den Gehsteig. Deswegen gehe ich jetzt hier auch an der Haltestelle, fahre ich jetzt hier auf dem Gehsteig. Senkt den Bus dann ab. Weil ich weiß nicht, welcher Depp jetzt hier auf die Idee kommt, weil das ist einfach zu eng. Ich habe es getestet, das funktioniert nicht. Also ich war ganz am Rand am C2. Und es hat halt nicht gepasst. Und dann habe ich mir halt gesagt, okay, gut, lass mal sein, mach die Tür zu, ich will weiter. Bisschen rumpelig jetzt für die Fahrgäste, aber man kann ja auch nicht alles haben, ne? Und jetzt muss ich hier auch die Gegenspur ein bisschen mitnutzen.
Vollgas. Damit wir hier ein bisschen wegkommen. Sehr schön. Ja, das ist einfach das, was an Winsenburg so großartig ist, dass die Map einfach irgendwie. Die ist so vielseitig. Ja, zum einen hat man den Stadtverkehr, der einen natürlich auch fordert. Ja. Zum anderen hat man hier so Überlandverkehr, der einfach nicht nur, der jetzt nicht nur eine extreme Aufmerksamkeit benötigt, sondern einfach auch Beherrschung vom Bus, was bei mir natürlich nicht da ist, ne? Bisschen blöd, aber naja gut, man kann ja auch wieder nicht alles haben, ne? Genauso wie ein Bus, der gut vorangeht, im normalen Gasmodus, das kann man auch nicht haben. Hallo, oh, Haltestelle. Ja, die Haltestellen sind ein bisschen blöd vom Gelenkbus, aber ich glaube, die ganze Strecke hier ist nicht vom Gelenkbus ausgelegt. Naja, ist auch egal. Wir können ja sagen, unser Szenario heute ist, der eine Bus ist in der Werkstatt und wir müssen einspringen. Hier ist nämlich Open End. Kann man dann ein bisschen auf. Obwohl, warte, das war die Strecke, stimmt. Wo man zwar 100 fahren kann, aber nicht sollte. Habe ich mir auf dem Hinweg auch gedacht, Leute, ihr macht hier 50 in Kurven, da kann ich gerade mal. Guck mal, die machen hier 70. Da fahre ich mit 20 rum. Nee, nee, nee. Also das ist echt hart. Also das kenne ich so aus Heidelberg nicht. Da machen die 20, wo man 50 fahren könnte. Oh. Gefühlt. Ja, insgesamt. Letzte Ferienwoche, nee, die letzten zwei Ferienwochen sind angebrochen. Ich weiß nicht, Kurzstufe ist so für mich. Denke ich lieber nicht dran. Weil, ich weiß nicht, ich kann mir das nicht wirklich vorstellen, wie das wird und deswegen habe ich dann dementsprechend auch Respekt davor. Der geht echt, also gefühlt geht der nicht, der Bus so. Aber guckt euch mal diesen Map-Design an, ja, das ist doch echt wunderschön. So in der Innenstadt denkt man sich, Winsenburg, okay. Nicht besonders, aber in Ordnung. Und wenn man hier aufs Land rauskommt, alterlich, du, dann fängt erst das schöne Winsenburg an. Was halt, mit schön meine ich jetzt nicht nur, dass es einfach absolut malerisch ist. Ja, wenn man sich die Umgebung hier anschaut. Sondern einfach auch, dass, wie es gebaut ist, ja, dass das realistisch ist, ne? Kütnickt. Vollgas, flat out. Oh, aber da kühlt was. Naja, zum Glück hat die. Gönnt euch das? Hier ist Open End, hier ist 100. Hier ist 100, das ist doch nicht mehr normal. Pass auf, jetzt mal. Passt ab. Hier sind 50. Ich komme jetzt hier mit 40 angerollt. Aber das hier geht ja noch, aber da oben, hier sind immer noch 50. Ich fahre hier 30 und die meckern. So viel also dazu, ne? Ich glaube, viel braucht man da nicht mehr sagen. Deswegen. Gerade auf der Map, wenn es über Land ist, trete zurück. Wenn da 50 steht und Kurven sind, fahrt nicht 50. Außer ihr habt eine gute Lebensversicherung. Dann kann man das natürlich machen.
Ja. Aber die Map macht mir persönlich Riesenspaß. Hallo. Hallo. Weil hier keine Busbucht ist, würde ich sagen, fahren wir gleich weiter. Weil wir ja nicht viel zu früh sind, sondern nur ein bisschen. Eine Minute Verfolgung tut manchmal gar nicht so schlecht. Trimborn-Zentrum. Oh, ja, weil wie ihr seht, jetzt wird's eng. Also ich glaube, das Ganze hier ist alles, obwohl hier ist breiter, da drüben war es so scheiße eng. Ich glaube, das ist alles nicht so auf den C2 ausgelegt. Der ist hier insgesamt irgendwie, fühlt er sich sehr überdimensioniert an. Ah, warte. Gott, Halt's Maul, Günther. Wenn wir jetzt hier zu früh sind, machen wir mal Kneeling. Der Bus geht in die Knie. Ich bin ein Gott. Ne, fast. Egal. Jedenfalls, ich finde das Repaint echt schön. Ja, mach die Tür halt zu. Rollstuhlrampe. Plonk. 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 Hat er hinten auch eine? Nein. Ja, wie gesagt, Winsenburg ist nur zu empfehlen für den, der Lust hat. Irgendwie mal, ja, eigentlich auf jeden zu empfehlen. Wer Überland-Fan ist, fährt Überland. Wer Stadt-Fan ist, fährt in der Stadt. Die Metrolinien, ja. Großartig. Also mir gefällt die Map echt super und ich empfehle die wirklich uneingeschränkt weiter. Man sollte nur keinen allzu schlechten PC haben. Weil wie ihr wisst, mein PC ist jetzt auch nicht der schlechteste. Und hier ist eng, wieso ist denn hier so eng und ich sehe nicht, ob da was kommt. Ich hasse so Kurven, warum? Weil man sieht nichts. Wisst ihr, was ich meine? Du hast jetzt überhaupt nicht gesehen, ob was kommt. Und ich musste halt auf der Gegenspur fahren. Blöd, echt blöd. Ja, super. Das war jetzt aber auch nicht okay hier, Polizei. Zieht er einfach vor mir raus, ich glaub's hackt. Aber ihr seht schon, wie heißt. Guck mal, wir sind jetzt am Nordpol, ne? So weit schon gefahren. Und trotzdem hat sie 23 Grad. Die Klimaerwärmung lässt grüßen. Oder wie viel Grad hat's hier? Wir haben 23 Grad am Nordpol. Klimaerwärmung lässt grüßen. Da, 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 da. Bad joke incoming. Ja, die böse Klimaerwärmung. Ist jetzt schon 23 Grad am Nordpol. Ich glaub's auch.